Zwei Jahre zuvor verschwand meine Frau. Kürzlich ereigneten sich einige bizarre Vorfälle. Anna ist die Liebe meines Lebens. Die Welt erstarrt jedes Mal, wenn ich sie küsse. Schwebend in der Zeit, als ob alle Probleme außerhalb des Radius unserer ineinander verschlungenen Körper nicht existierten. Wenn es ein Paradies gibt, würde ich nicht denken, dass es besser sein könnte als die Zeit, die ich mit ihr verbracht habe. Selbst wenn ich ängstlich oder gestresst bin, am Ende des Tages, wenn ich sie sehe, wird alles absorbiert. Und kein Problem kann mich niederdrücken, solange sie an meiner Seite ist. Ihre Anwesenheit genügt. Meine tiefsten Träume sind erfüllt. Als das Universum scheinbar in einer Weise kreist, dass Träume nie erreicht werden können, änderte sich alles in dieser Nacht. Anna verschwand nach einem Arbeitstag. Ihr Auto wurde leer am Straßenrand gefunden, mit all ihren Sachen noch darin. Keine Anzeichen von Kampf oder Raub. Ich informierte sofort die Polizei, die vergeblich den Wald in der kleinen Stadt, in der wir lebten, durchsuchte. Nachdem die Polizei aufgegeben hatte, versuchte ich, sie auf eigene Faust zu finden, indem ich täglich im Wald spazierte. Auf der Suche nach einem Anzeichen dafür, was mit ihr geschehen war. Meine Verzweiflung und Traurigkeit nahmen zu, als meine Hoffnung verschwand. Nach einigen Monaten gab ich trotz all meiner Bemühungen auf. Mein geistiger Zustand zerbrach. Ich wurde tief depressiv. Tagsüber arbeitete ich, nachts trank ich alleine zu Hause. Ich traf mich nicht mehr mit meinen Freunden. Ich saß einfach im Wohnzimmer und schaute auf die Tür. In der Fantasie, dass sie eines Tages aufgehen würde und Anna da wäre, mit ihrem warmen und ansteckenden Lächeln. Zwei Jahre später, die Polizei hatte die Suche längst aufgegeben, geschah das Unmögliche. Die Nacht ging in der üblichen Routine unter. Ich auf dem Sofa, Bier in der Hand, starrte ins Leere. Leichte Klopfgeräusche hallten durch das Haus. Jemand war an der Tür. Ich erschrak, denn jeder hatte schon lange aufgehört, mich zu besuchen, müde davon, ignoriert zu werden. Schließlich verschlechterten die Versuche meiner Freunde, mich aufzuheitern, immer meine Laune. Also isolierte ich mich nach solchen Fehlschlägen und sagte immer, nein, wenn es darum ging, mein Haus für etwas anderes als die Arbeit zu verlassen. Deshalb dachte ich, ich wäre eingenickt und hätte von den Klopfgeräuschen geträumt. Ein paar Sekunden später wiederholte sich das Klopfen, also ging ich zur Tür und schloss sie auf. Wie in meinen glücklichsten Träumen stand sie da, die Haare kürzer als an dem Tag, an dem sie verschwand, aber ansonsten genau gleich. Anna, die Liebe meines Lebens. Darf ich reinkommen? Fragte die zarte Stimme. Ich erstarrte, unfähig, die Situation zu entschlüsseln. Überflutet von einer Mischung aus Überraschung, Besorgnis und Euphorie. Marco, hey, wirst du mich wirklich ignorieren? Ich kam wieder zu mir und antwortete ihr. Entschuldigung, natürlich darfst du hereinkommen. Das Haus gehört dir schließlich auch. Sie setzte sich auf das Sofa, ein dezentes Lächeln auf ihrem Gesicht, und wechselte den Blick zwischen mir und dem Boden, als wäre es ihr peinlich, zu lange zu starren. Ich schaute verwirrt auf den Geist vor mir und hielt meine Hoffnungen etwas zurück. Selbst wenn die konkrete Figur meiner Träume wieder dieselbe Luft atmete wie ich. Unbeabsichtigt kam ich als nächstes etwas unhöflich rüber. Wo warst du? Immer direkt zur Sache, kann mich nicht beschweren, das ist eine der Dinge, die mich in dich verlieben ließen. Sie machte eine kurze Pause und schaute auf den Boden, in einer Geste der Konzentration, um sich zu erinnern, was passiert war. Nun, ich kam von der Arbeit zurück, als ich eine Person mitten im Wald stehen sah. Ich bremste ab und ließ das Fenster herunter. Der Mann schrie um Hilfe und sah verzweifelt aus. Ich hielt an und ging zu ihm, dann, ich erinnere mich an nichts weiter. Heute bin ich an genau dem Ort aufgewacht, an dem ich das Bewusstsein verloren habe. Und ich bin hierher gelaufen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber an deinem Bart zu urteilen, muss es mindestens ein Monat gewesen sein. Ich setzte mich neben sie, hielt ihre beiden zarten Hände, die in meinen verschwanden, und sah sie mit ernstem Gesicht an. Anna, ich weiß, das ist schwer zu hören, aber du warst zwei Jahre verschwunden. Sie blieb still, schien zu verstehen. Ich sagte nichts mehr. Vielleicht hatte sie das, was in den letzten zwei Jahren passiert war, wegen des Traumas gelöscht. Sie wurde wahrscheinlich entführt und hat viel durchgemacht. Wenn sie eines Tages bereit ist, weiß sie, dass sie mir alles erzählen kann. Ich nahm mir die ganze Woche frei und fand das verlorene Glück wieder. Es war so, als wäre sie nie weg gewesen. Wir interagierten, wie wir es in den letzten 14 Jahren immer getan hatten. Mit dieser Verbindung, die seit unserer Jugend in den Sternen geschrieben stand. Am Freitag lud ich einige Freunde zu mir nach Hause ein. Ich konnte es kaum erwarten, die guten Nachrichten zu teilen. Seltsamerweise war sie jedoch verschwunden, als sie ankamen.
Ich durchsuchte das ganze Haus, keine Spur von Anna. Nach ein paar Bieren gingen meine Freunde. Ein paar Minuten später tauchte Anna mit einem wütenden Gesichtsausdruck vor mir auf. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du Leute einladen würdest? Ich wollte dich überraschen, sie vermissen dich auch. Ich mag keine Überraschung. Sprich das nächste Mal mit mir. Sie ging ins Schlafzimmer und knallte die Tür zu. Ich schlief diese Nacht auf dem Sofa. In der folgenden Woche ging ich wieder zur Arbeit. Auf dem Heimweg mit einer neuen Neugier in meinem Kopf begann ich den Wald während der Fahrt zu beobachten. Die Antwort darauf, was Anna passiert war, lag mitten in dieser grünen Weite. Eines Tages, als ich die Bäume betrachtete, während ich langsam fuhr, sah ich einen Mann, der auf die Straße starrte. Ich hielt an und ließ das Autofenster herunter. »Hallo, sind Sie verirrt?« Der Mann wandte sich sofort von mir ab und rannte mitten in den Wald. Sobald ich zu Hause war, beschrieb ich Anna das anomale Szenario. Schließlich gab es in dieser unwirtlichen Region kein Haus und dort gibt es nichts zu tun. »Liebling, an demselben Ort, an dem du verschwunden bist, sah ich eine Person stillstehen. Es könnte der Entführer oder ein Komplize von ihm sein. Wir sollten die Polizei informieren.« »Nein.« Sie schien zum zweiten Mal seit ihrer Rückkehr gestört. »Geh nicht in den Wald. Das Wichtige ist, dass ich zurückgekommen bin. Es gibt keinen Grund, die Vergangenheit auszugraben. Versprich mir, dass du niemals dort hineingehst. Es ist gefährlich.« Aber ich konnte nicht widersprechen. Anna ließ mich mit mir selbst sprechen. Natürlich fand ich ihre Rede seltsam. Könnte es sein, dass sie sich an etwas erinnerte? Ich konfrontierte sie nicht. Aber jedes Mal, wenn ich sie sah, hielt ich mich zurück, sie zu fragen, welche Gefahren im Wald lauerten, vor denen sie mich warnen wollte. Nach der anfänglichen Freude über Annas Rückkehr bemerkte ich einige ungewöhnliche Verhaltensweisen. Sie verließ das Haus nie und interagierte mit niemandem außer mir. Nicht einmal in sozialen Medien. Eines Tages, als wir das Abendessen zubereiteten, steckte sie ihre Hand ins Feuer und zog sie erst heraus, nachdem ich ihren Arm gezogen hatte. Dann starrte sie mit ausdruckslosem Gesicht auf die verbrannte Haut, als würde sie keinen Schmerz spüren, sondern fasziniert davon sein, wie sie ihr eigenes Fleisch sehen konnte. Sie kam wieder zu sich, nachdem ich die Stille durchbrach. »Geht es dir gut, Liebling?« »Ach, richtig. Autsch, das tut wirklich weh.« Anna machte einen »Das-tut-weh-Ausdruck« und lächelte dann, als würde sie schauspielern. »Ich bringe dich ins Krankenhaus.« »Nein, es geht mir gut. Ich brauche nur etwas Eis.« Zu meiner Überraschung ging es ihr wirklich gut. Am nächsten Morgen gab es keine Anzeichen von verbrannter Haut. Sie heilte unglaublich schnell. Ein weiterer merkwürdiger Faktor ist, dass ich den Eindruck habe, sie schläft nicht. Sie liegt nur neben mir und bleibt regungslos. Vor dem Verschwinden hat sie immer geschnarcht. Jetzt, selbst nach Wochen, habe ich sie nie schnarchen hören. In einer der Nächte, als ich plötzlich aufwachte, hatte sie ihre Augen geöffnet und starrte mich an. Sie schloss ihre Augen sofort, so als würde sie vorgeben zu schlafen. Ich brauchte Antworten. Ich klopfte den Staub von einem Revolver ab, den ich besaß. Ein Erbe von meinem verstorbenen Vater. Ich fing an, ihn zur Arbeit mitzunehmen. Ließ ihn im Auto in der Hoffnung, dass ich auf dem Heimweg diesen seltsamen Mann wieder mitten im Wald sehen würde. Und ihn etwas sicherer konfrontieren könnte. Bewaffnet mit dem tödlichen Werkzeug. Nach einigen Wochen des langsamen Fahrens und Beobachtens des Waldes war er wieder da. Dieser seltsame Mann, der mitten im Wald stand. Ich stoppte das Auto sofort und ging vorsichtigen Schrittes auf die Figur zu. »Hallo, geht es Ihnen gut?« rief ich, als ich mich näherte, der Revolver versteckt in meinem Rücken. Die Sicht wurde klarer, je kürzer die Entfernung wurde. Es war ein großer, mittelalterlicher Mann mit rasierten Haaren. Die Besonderheit lag in seinem Ausdruck. Verzweiflung und extreme Traurigkeit bewohnten dieses statische, unblinzelnde Gesicht. Ich hielt ein paar Meter von ihm an. Er bewegte sich nicht und reagierte auch nicht auf meine Interaktionen und Dialogversuche. Ich schlug ihm auf den Arm und schrie ihm ins Ohr, kein Muskel zuckte. Plötzlich rannte er in die Bäume. Ich lief ihm nach. Es war nicht einfach, ihm im dichten Wald nachzujagen. Doch mit meinem Hunger nach Antworten stand ich sofort wieder auf. Wann immer ich über Baumstämme und Steine stolperte und ignorierte die Risse in meiner Haut, die durch das Durcheinander der Äste verursacht wurden. Nach einer langen Reise überquerte der Mann einige dichte Büsche und schien unterirdisch zu gehen. Ich hielt für einen Moment inne. Meine Lungen beschwerten sich, da sie über ihre übliche Kapazität hinaus beansprucht wurden. Nachdem ich mich erholt hatte, setzte ich meinen Weg fort, überquerte den dichten Busch und entdeckte eine Höhle. Der Anfang war rau und kurvenreich, wie es in solch einer Umgebung zu erwarten war. Nachdem ich einige Dutzend Meter gegangen war, stieß ich auf eine Sackgasse.
Der Mann, dem ich folgte, konnte sich nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Also untersuchte ich meine Umgebung und beleuchtete sie mit meinem Handy. Unter einem Felsen befand sich ein Knopf. Ich drückte ihn und eine Öffnung in der Wand tat sich auf und enthüllte ein Labor. Die hauptsächlich weiße Umgebung war mit verschiedenen Forschungsgeräten bestückt und war erstaunlich geräumig, wenn man den Standort bedenkt. Auf einem der Tische gab mir ein Bild Gänsehaut. Mit geöffneter Brust lag dort ein deformierter Mann. Seine Organe in Behältern auf dem Tisch neben ihm. Ich zuckte zusammen, als ich eine wütende Stimme hinter einer der Türen hörte. Ich gebe auf, dieser Mistkerl rennt aus dem Nichts ziellos herum. Sobald ich mit der Analyse dieses hier fertig bin, werde ich diesen Mistkerl aufschlitzen. Es gibt keine Hoffnung für ihn. Ich versteckte mich hinter einer der Arbeitsflächen, als ich bemerkte, dass er näher kam. Es war ein Mann im Laborkittel, dessen Haare bereits weiß waren. Ich stand auf und richtete die Waffe auf ihn. Wer ist die Person auf dem Tisch? Er hob die Hände als Zeichen der Komplizenschaft. Ich habe niemanden umgebracht, falls Sie das denken. Dieses Exemplar wurde im Labor erschaffen. Es starb nach ein paar Tagen. Es gab eine Fehlbildung des Gehirns. Ich untersuche nur die Fehler bei seiner Erschaffung. Ich schüttelte den Kopf und versuchte immer noch zu verdauen, was er gesagt hatte. Mein Schluss daraus war, dass es egal war, ob das wahr war oder nicht. Ich würde diesem Mann nicht vertrauen. Etwas sehr Schlimmes passierte. Und es stand wahrscheinlich im Zusammenhang mit Annas Verschwinden und ihrer seltsamen Rückkehr. Ich richtete die Pistole auf die Tür, aus der er gekommen war. Diese Tür, öffne sie. Herr Doktor, dies ist ein privates Labor. Sie betreten es ohne Erlaubnis. Ich werde Sie bitten zu gehen. Öffne diese verdammte Tür, mir geht die Geduld aus. Er entriegelte die Tür. Dahinter drei Zellen. In einer von ihnen starrte der Mann, dem ich gefolgt war, regungslos auf die Wand und auf dem Bett saß ein Mann, der ihm identisch sah. In der anderen Zelle zitterte ich bei dem, was ich sah. Und ließ fast die Pistole fallen vor dem Schauder, der meinen Körper durchzog. Sie war dort. Ihr Haar war komplett rasiert. Aber ansonsten sah sie genauso aus wie am Tag ihres Verschwindens. Die Liebe meines Lebens, Anna. Sie brach in Tränen aus, sobald sie mich sah. Ich befahl dem Wissenschaftler, die Zelle zu öffnen und umarmte sie. Verwirrung und Glück kämpften in meinem Gehirn. Anna erzählte mir, dass sie die ganze Zeit dort festgehalten worden war. Und obwohl sie ein paar Mal betäubt und Experimente an ihr durchgeführt worden waren, von denen sie keine Ahnung hatte, weil sie narkotisiert war, war sie während dieser Zeit gut behandelt worden. Der Wissenschaftler, der die Szene sah, sprach mich an. Der Klon. Sie ist bei Ihnen, nicht wahr? Klon. Sie ist mein Meisterwerk, die nächste menschliche Evolution. Ich habe etwas geschaffen, das besser ist als die göttliche Schöpfung. Sie müssen sie zurückgeben. Wir können Ihnen Millionen als Entschädigung zahlen. Ich gebe nichts zurück. Sie gehört nicht Ihnen. Sie wurde hier geboren, ich habe sie aufgezogen. Lassen Sie mich meinen Chef anrufen. Sie können Ihre Frau mitnehmen, aber geben Sie das Exemplar zurück, Sie werden reich. Nein. Was glauben Sie, wird das Wesen, das bei Ihnen lebt, tun, wenn das Original zurückkehrt? Sie wird ihre Anna töten, um ihr Leben zu stehlen. Oder vielleicht sogar sie beide. Es ist sehr gefährlich, sie bei sich zu behalten. Bringen Sie sie zurück. Sie wurde in diesem Labor geboren und lebt seit weniger als einem Jahr. Es ist eine instabile und gefährliche Kreation. Ich dachte eine Weile nach. Trotz all der Merkwürdigkeiten hatte die Frau in meinem Haus definitiv dieselben Erinnerungen wie meine Frau. Sie konnte sich an den Tag erinnern, an dem wir uns trafen. Oder den Tag, an dem wir heirateten. Als er meine Mimik beobachtete, fügte der Wissenschaftler hinzu, entweder Sie bringen sie zurück mit einer für uns beide vorteilhaften Vereinbarung, oder mein Chef holt sie mit Gewalt zurück. Sie haben die Wahl. Die Frau in meinem Haus war vielleicht nicht die Anna, die ich geheiratet hatte, aber sie war immer noch sie. Wenn ich sie zurückgab, würde sie für den Rest ihres Lebens als Versuchskaninchen dienen. Ganz zu schweigen davon, dass das Schwein vor mir meine Frau entführt hatte. Wut beherrschte meinen ganzen Körper, als ich an die 2 Jahre dachte, in denen ich zur Tür starrte und über die Dutzenden von Szenarien nachdachte, in denen Anna gefoltert und experimentiert wurde. Ich drückte den Abzug. Die Kugel durchschlug die Stirn des Wissenschaftlers und hinterließ einen Schmierfleck aus Blut und Gehirnstücken an der Wand. Ich richtete die Pistole auf den Mann in der anderen Zelle zusammen mit dem Klon, der immer noch mit dem Gesicht zur Wand stand, ohne einen Muskel zu bewegen. Sie haben mich auch entführt. Lassen Sie mich bitte gehen. Wenn ich Sie am Leben lasse, werden Sie es wissen und Sie werden mich verfolgen.
Ich werde mich verstecken, niemand wird von mir wissen. Ich dachte eine Weile nach. Selbst wenn der Mann sich verstecken würde, könnte er immer noch gefasst werden und von mir erzählen. Ich sah Anna an und traf die Entscheidung basierend auf ihrem Gesichtsausdruck, als meine Wut verschwand und ich in diese braunen Augen starrte. Ich konnte diesen unschuldigen Mann nicht töten, was dachte ich mir dabei? Also ließ ich ihn frei und er bat mich, ihm die Pistole zu leihen. Ich lehnte natürlich ab. Er ging ins Labor, kam mit einem Skalpell zurück und stach seinen Klon, der nicht zuckte oder blinzelte, als er getroffen wurde, als ob er keinen Schmerz oder Gefühle spürte. Ich tue ihm einen Gefallen, glaub mir, das ist Barmherzigkeit. Ich sah Anna besorgt an wegen dem, was er getan hatte, aber sie versicherte mir, dass der Mann vertrauenswürdig sei. Sie musste es wissen. Schließlich müssen sie in diesen 2 Jahren die einzige Gesellschaft des anderen gewesen sein. Als ich nach Hause kam, sah Annas Klon meine Frau mit Schrecken im Gesicht an, wahrscheinlich denkend, dass ich eine Art Abkommen mit dem Wissenschaftler getroffen hätte. Ich beruhigte sie, aber die Unbeholfenheit legte sich erst nach vielen Gesprächen. Ich erfuhr, wie Annas Klon entkommen war. Der Wissenschaftler brachte seine Schöpfungen nach draußen, um zu studieren, wie sie in einer Außenumgebung interagierten. Der Klon, dem ich gefolgt war, muss bei einem dieser Tests weggelaufen sein. Die zweite Anna lebt bei uns, als wäre sie eine Schwester der Familie. Obwohl ich weiß, dass sie alle Erinnerungen von Anna hat. Und nun, diese Zeit, in der ich allein mit ihr war und dachte, sie sei meine Frau. Nenn mich Diana, ich denke, es ist ein netter Insiderwitz. Und es ist ein Name, den ich mag. Das alles passierte letzten Monat. Es fällt mir schwer zu schlafen. Ich habe Angst und bin ängstlich. Ich erwarte, dass jederzeit irgendwelche Handlanger eines Milliardärs oder eine Regierungseinheit bei mir auftauchen und alle umbringen. Bis jetzt hatte ich, denke ich, Glück. Niemand suchte bisher nach ihr. Ich befürchte, dass ich mir vielleicht selbst den Untergang bereitet habe. Ich glaube nicht, dass ich zur Polizei gehen werde. Ich denke, es würde alles nur noch schlimmer machen und den Besitzer dieses Labors verärgern. Jetzt verstehe ich, warum der Wissenschaftler den Klon ein Meisterwerk nannte. Sie muss viel weniger schlafen und essen als ein normaler Mensch. In den letzten Tagen wandert Diana viel mehr durch das Haus. An manchen Tagen geht sie in den Hof und starrt uns durch das Fenster an. Als ich sie darauf ansprach, sagte sie, sie sei gelangweilt und frage sich, wie normale Menschen schlafen würden. Sie findet es lustig, wie wir ein Drittel unseres Tages verlieren. Nur da liegend, wehrlos. Während ich das schreibe, starrt Diana mich an und lächelt auf eine roboterhafte Weise. Als wüsste sie, dass ich unsere Geschichte erzähle. Ich fragte sie, ob ich für uns etwas anderes im Fernsehen einschalten soll, da wir alle auf dem Sofa sitzen. Aber sie sagte, es sei alles in Ordnung. Sie schaut einfach gerne zu mir.